Die folgende Sendung kann Bildmaterial von verarbeiteten oder unverarbeiteten Lebensmitteln enthalten und so zu unkontrollierbaren Hunger- und Fressattacken führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Lebensmittelhändler oder Bäcker. Schui, weiß mal wieder, wenn wir in der Küche die Videokamera anmachen. Die Videokamera, so ein Quatsch. Die GoPro-Kamera. Dann wird gekocht. Heute gibt es Linguine. Schnitt. Ja, Chicken Alfredo. Okay. Heute gibt es das leckerste und einfachste Chicken Alfredo mit Linguine-Pasta. Was ist... Oh, ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Ja, guckst du jetzt auch oder was? Hallo, Frauchen redet, muss ich mal gucken, mit wem sie redet, muss ich erst mal in die Küche gehen. Übrigens, wenn sich jemand fragt, warum ich hier in der kleinen Ecke neben dem Herd alles aufgebaut habe und koche, für mehr Realität und Instagram. Egal. Was? Instagram, YouTube. Für mehr Realität auf YouTube. Sieht noch ein bisschen wüst aus hier, aber mein schwerkranker Ehemann hat Hunger und es muss jetzt mal ein bisschen flott gehen hier. Da kocht es. Der Druck kommt aber von dir ganz alleine. Ja. Da kocht gleich das Nudelwasser. Ich werde jetzt Hühnchenfleisch anbraten, rausnehmen. Und dann die Zwiebeln mit Knoblauch anbraten und den sonnengetrockneten Tomaten. Und dann kommt die Soße dazu. Und die Soße mache ich im Mixer. Ganz einfach. Zack, zack. Zeige ich euch, was da jetzt reinkommt. Und zwar 400 Milliliter fettarme Milch. Kräuterfrischkäse. 200 Gramm. Das sind jetzt 220 Gramm und weil wir nicht 20 Gramm im Becher lassen, kommen die da alle rein. Parmesan. Ach so. Ja, frei nach Schnauze. Ich würde sagen, vielleicht so 150 Gramm oder 100. Nachher, wenn die Nudeln kochen, kommt noch ein bisschen Nudelwasser dazu. Und das war es eigentlich schon. Gewürzt wird in der Pfanne. Und jetzt wird das Ganze gemixt. So. Eigentlich. So, Wasser kocht, Nudeln sind drin. Jetzt machen wir hier die Platte an und dann geht's jetzt los.
So. Morgens in Manitoba, kurz nach 8. Ich bin müde. Na? Da sind sie, die Kleinen, die gar nicht mehr so klein sind. So. Ja, ich bin müde, aber ich gehe jetzt ins Bett. Nicht meine Zeit, aber gehe jetzt ins Bett, weil wegen der da. Wir haben jeden Tag über 30 Grad und das Bett sieht aus wie Sau. Es wächst und gedeiht zwar alles schön, aber nicht nur das Gemüse, sondern auch das Unkraut. Tja, und so sieht das dann aus. Nicht schön. Gar nicht schön. Ich habe mir jetzt den Trimmer geholt. Ich werde erstmal alles ein bisschen zerkleinern. Dann mit dem Rechen zusammenfegen, in die Schubkarre packen und wegräumen. Und dann gehe ich hier, wo ich kann, mit der Fräse einmal durch. Ja, nicht schön. Aber was muss, das muss. Der Rest wird mit der Hand rausgeholt. Aber wie gesagt, hab keinen Bock. So, 2,5 Stunden später, ich habe fertig. Man sieht wieder Pflanzen, da so Gurken, naja, also die Wassermelone hätte ich eigentlich rausholen können, die bringt eh nichts mehr. Dann haben wir hier Kohlrabi, Blumenkohl, Spaghetti-Kürbis. Zucchini, so gestreifte. Hier haben wir Wassermelone. Wassermelone. Paprika. Brokkoli, Blumenkohl und ganz viele schöne, wachsende, grüne Tomaten. Die roten habe ich abgepflückt, die habe ich schon gegessen. Zum Frühstück quasi. Geht doch. Haben jetzt übrigens ein neues Bewässerungssystem für die Tomaten. Hier so ein Tröpfelschlauch. Dass auch ja die Blätter nicht nass werden. Muss ich allerdings den Anschluss wiederholen. Hab den Schlauch wegen dem Tiller, der Fräse, aus dem Beet genommen. Und hier habe ich nämlich auch noch 2 Beete. Ja, jetzt mal gegossen. Ja, Brokkoli und Blumenkohl. Mal sehen. Oh, die Hunde. Und wieder Zucchini. Und angeblich noch eine Melone. Mal sehen. So. Jetzt werde ich den Schlauch wieder verlegen. Und dann werde ich mal die Hunde holen. Ja.
Hä? Holland. Geht mal gassen. Los, geh gassen. Seit 2 Monaten das erste Mal richtiger Regen. Und schon stundenlang Sugar Gassi. Ich weiß, es ist nass, aber du musst pullern gehen. Los, geh Gassi. Mach schnell. Sam, geh pullern. Gassi. Nein, geh Gassi. Geh Gassi. Nur fein. Gut, schnell wieder rein. Oh, Sam hat jetzt nichts gemacht, aber wie man sieht, war der schon eine ganze Weile draußen. Ne? Nass von oben bis unten. Mm-hmm.